Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Spaghetti Bolognese machen wir uns heute. Also ein Sugo, ein Klassiker. Und finde ich ab und zu ganz toll, dass man solche Soßen macht zu den Nudeln. Ob jetzt Spaghetti oder Penne, ist ja ganz egal. Wir machen es heute mit Spaghetti. Und dazu muss ich mir natürlich ein bisschen was vorbereiten. Gemüse. Ich gebe eine Zwiebel rein, einen Lauch, einen Sellerie und Karotten und die schneide ich mir jetzt einmal feinwürfelig aus. Das Olivenöl ist jetzt schön heiß und jetzt geben wir mal unser Gemüse dazu. Das rösten wir uns ein bisschen an davor. So, zuerst die Zwiebeln und den Lauch. Ich muss jetzt sagen, Bolognese ist ja eine Fleischsoße, also mit frischiertem Rindfleisch machen sie mehr. Allerdings, ich persönlich mag es gern, wenn trotzdem viel Gemüse drin ist. Man kann das natürlich auch reduzieren, man muss da nicht so viel eingeben, ist eh klar. Aber ich mag es halt ganz gern. Es lockert die Soße ein bisschen auf, finde ich. Aber wie halt alles beim Kochen, man kann das alle alles steuern, wie man es halt selber am liebsten hat. So. Dann ist noch Kochlöffel. Aber so ein schönes Bild, wenn man Gemüse kocht, Gemüse brät oder einfach toll. Ich mag das gern, die Farben. Das Gemüse ist schon ein bisschen angebraten. Und jetzt geben wir mal das Fleisch dazu. Das lassen wir auch kurz ein bisschen anbraten. So, das haben wir jetzt schön vermischt und das ist jetzt wunderschön angebraten. Dann geben wir jetzt ein bisschen Knoblauch dazu. Den gebe ich immer erst ein bisschen später dazu, weil der wird so schnell bitter, wenn er ein bisschen zu viel Hitze erwischt. So, jetzt ein bisschen Tomatenmark. Dann Tomatenpulpe, ich nehme da gerne diese Pomito. Ich habe heute keine andere daheim gehabt, sondern nur die Pizza- und Pasta-Soße. Das ist einfach das Tomatenpulpe, das ist halt schon gewürzt ein bisschen. Und die schmeckt auch total gut. So kann man alles hernehmen. Aber natürlich, ganz normale ist genauso toll. Das rühren wir mal kurz durch. Und da sieht man jetzt dann schon, wie viel Flüssigkeit das man braucht, ob man überhaupt da nicht dazu gibt oder nicht. Wir brauchen jetzt eigentlich keine Flüssigkeit. Jetzt werden wir die Hitze da ein bisschen reduzieren und das Ganze jetzt würzen. Mit Salz, Pfeffer aus der Mühle natürlich. Also ein Sugo bzw. Sauce Bolognese, die darf auch ein bisschen an Depp haben. Die Soßen darf man ruhig ein bisschen deftig machen mit Würzen, weil mit den Nudeln zusammen verliert das ja dann wieder total viel Geschmack. Ich gebe uns gerne ein kleines bisschen Paprikapulver dazu. Das ist edelsüßer Paprika. Und Chili-Pulver. Vorsicht beim Chili-Pulver. Wir müssen zuerst austesten, ob das scharf ist oder nicht. So. Und ich habe da jetzt ein paar Klumperl drinnen. Das ist immer so, wenn man verschiert, das so
anbrät, dann hat man gern so Klumperl. Und da gibt es einen Trick, nimmt man einfach einen Schneebesen und dann klopft man das praktisch da ein bisschen auseinander und dann hat man da ganz eine schöne, feine Soße. Da gebe ich jetzt einen Deckel drauf und lasse das circa eine halbe Stunde ganz leicht dahin köcheln. Immer ein bisschen beobachten, vielleicht braucht man einen Schuss Wasser oder was. Einfach ein bisschen schauen halt. So. Das hat jetzt schon 10 Minuten geköchelt. Jetzt kontrollieren wir mal wegen der Flüssigkeit. Das passt eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wer es ein bisschen flüssiger haben will, gibt halt kann man ein bisschen Wasser drauf oder Suppe, wenn man natürlich hat. Weil alles, was ich mit Geschmack hineingibt, kriege ich auch wieder den Geschmack heraus. So, das lassen wir noch ein bisschen weiter kochen und in der Zwischenzeit werden wir uns die Spaghetti kochen. So, schauen wir mal, die hat jetzt ca. eine halbe Stunde so leicht geköchelt. Wunderschöne Soße ist wohl. Und erst jetzt gebe ich die Kräuter dazu, weil ich hätte sie sonst total verkocht und die haben dann überhaupt keinen Geschmack. Und wenn man die kurz vorm Fertigmachen reingibt, dann gibt es einen tollen Geschmack. Ich habe das große Glück und habe die ganzen Kräuter frisch aus meinem Garten. Es gibt natürlich auch so Fertigkräuter Mischungen für Spaghetti Bolognese und da ist genau das gleiche drin, als wie ich jetzt reingebe. Ich habe da ein Basilikum, dann haben wir Oregano habe ich da, das ist schon toll. Ich tue mir das dann ganz gerne ein bisschen trocknen und auf Vorrat natürlich hat man dann die eigenen Kräuter. So. Und nicht zu klein hacken, das ist auch immer ganz wichtig. Da habe ich ein bisschen Maggi-Kraut. So Kräuter darf man irgendwie schon ein bisschen sehen in der Soße. Dann haben wir Petersilie. So, schneiden wir auch noch. Einfach eher ein bisschen grob lassen. Und ein bisschen Rosmarin gehört auch noch dazu. So, dann hacken wir auch noch ein bisschen dazu. Dann geben wir die Kräuter jetzt da mit dazu. Und da braucht man gar nicht sparen. Das darf schon ein bisschen einen Geschmack haben. Da schalten wir mal retour. So. Jetzt werden wir mal kurz probieren. Und was auch schön ist, wenn man eben die grünen Kräuter noch richtig gut sieht in der Soße. Das finde ich total schön. Das ist ein Zeichen von Frische und Qualität. Ich brauche noch ein bisschen Salz. Die Bolognese ist jetzt fertig. Ich habe sie eben noch ein bisschen abgeschmeckt. Das muss eben jeder selber machen, wie er es halt gern hat. Schärfer oder weniger scharf. Wie gesagt, so eine Soße mag schon ein bisschen am Pep haben, weil durch die Nudeln nimmt man dann ja wieder viel Geschmack weg. Die Spaghetti sind auch schon fertig. Ich tue mir die ganz gerne in Butter schwenken. Man kann es natürlich auch so kochen, dass man es direkt vom Wasser aufs Teller gibt und dann die Soße drauf. Aber ich habe mir sie immer ein bisschen vorbereitet, deshalb tue ich es ganz gerne ein bisschen Butter schwenken. So.
nur mehr ein bisschen Salz. Die Nudeln vertragen schon extra viel Salz. So. Beim Nudeln kochen sollte man immer schauen, dass sie wirklich al dente sind, also wirklich noch Biss haben. Weil bis es dann soweit ist, dass man es isst, haben sie noch ein bisschen nachgezogen und es ist sowieso besser, wenn die ein bisschen al dente sind. So, jetzt ist alles schön heiß und jetzt richten wir uns das Ganze gleich appetitlich wieder an. Ich tue die Spaghetti ganz gern mit der Fleischgabel so ein bisschen aufrollen, das schaut aber ganz toll aus. Am Teller. So. Und dann geben wir da unsere wunderbare Bolognese drauf. Der Fleischsugo. Schaut echt toll aus. Wir essen einen grünen Salat dazu. Und natürlich braucht man total viel Parmesan dazu. Das gehört einfach. Wenn euch jetzt meine Art von Bolognese gefallen hat, vielleicht probiert es aus, macht es noch, es ist keine Hexerei. Und was ich auch noch sagen wollte, so eine Sauce Bolognese aus einem Halmkeller Fleisch macht man so viel Soße, das kann man wunderbar in Glaseln einfüllen. Und wer mich schon kennt, weiß ja eh, ich mache es auf Vorrat. Im Kühlschrank wird das echt sehr lang kommen, aber auch einfrieren. Also, viel Spaß beim Nachmachen, bis zum nächsten Mal.